Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Es geht weiter, werte Freunde. Ja, ich habe diesen Spielstand hier nochmal geladen. Terra hat interessante Hinweise hier nochmal getroppt. Die Anfälligkeiten habe ich wohl doch wieder ein bisschen durcheinander gewurschtelt in meinem Hirn. Ich hätte mich darauf zurückentsinnen sollen, wie wir es in den umliegenden Räumen gemacht haben. Feuereis, der Klassiker, das war ja gar nicht so. Feuer soll ich gegen seine Giftform verwenden. Luft, was er jetzt gerade ist, da gehen angeblich auch physische Attacken. Das würde ich gerne probieren. Ich weiß, ich habe das letzte Mal gesagt, wir gehen weiter, weil jetzt mit diesen neuen Ansätzen würde ich es gerne nochmal testen. Außerdem ist mir da noch was eingefallen von wegen, ja, das Problem mit den Elementen. Wir haben ja Stäbe. Also fast jedes Element mit Stäben, wo ich nochmal nachtreten könnte. Wobei ich auch noch nie sowas ausprobiert habe wie Heiliger Schaden, Stab des Himmels. Ob der vielleicht grundsätzlich Damage macht, er wahrscheinlich nicht, oder? Und dann ist noch das Problem, wenn die Feuer sind, bräuchte ich Giftschaden, was ich nicht habe. Aber andersrum. Ach, ich komme schon wieder durcheinander. Ich müsste es mir aufschreiben, ne? Wenn er die Giftform hat, dann sollte Feuer damagen. Vielleicht sind dann die Elementare wirkungsvoll. Aber jetzt in der Luft sollten ja angeblich physische Attacken auch wirkungsvoll sein. Ich probier's mal. Hab ich jetzt so nicht getestet. Das ist doch hoffentlich Luft. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob die Luftelementare, ja gut, die haben jetzt physische Attacke. Da kommt, ja gut, ein Schaden. Das zählt ja nicht, ne? Das zählt nicht. Na gut, zumindest sind es einen guten Buff. Gute Ablenkung, die Feuerelementare. Nee, aber physische Attacken mache ich mit dem angeblichen Luft jetzt hier nicht. Na gut, eigentlich wollte ich auch ausprobieren, wenn er in der Giftform ist, wenn ich dann voll mit Feuer drauf ruße. Mit den Feuerelementaren, besser gesagt, wie das funktioniert. Jetzt ist er Gift. Jetzt müssten die Feuerelementare eventuell Damage machen. Müssen wir mal drauf achten. Beziehungsweise, ja gut, ich habe jetzt nichts, was nur auf ihn Feuer geht. Feuerball wäre jetzt ein bisschen umständlich. Uns geht's gerade relativ gut. Wir könnten eine Gruppenheilung mal machen. So, er leidet 16 Schaden. Nee, ich sehe immer noch nicht nur ein Schaden. Nee, also ich sehe davon nichts. Ja gut, vielleicht zählt auch das Feuerelementarangriff, zählt vielleicht jetzt nicht als Feuer, ne? Das kann natürlich sein. Das wollte ich jetzt nochmal ausprobieren. Keine Chance. Ich habe halt gehofft, anhand dieser Ansätze, wenn ich eine Form habe, wo er normalen Schaden durch physische Waffen bekommt, dann hätte ich hier eine Chance gesehen. Ich merke hier aber keinen großen Unterschied. Also, wir können ja mal die Phase noch ein bisschen durchspielen, aber bisher hat er mit physischen Waffen keinen nennenswerten Damage bekommen. Egal in welcher Form er ist. Da hat er mal 2 Schaden bekommen von Minz. Wahnsinn. Wir haben ihn immerhin runtergehaut auf 3 Balken. Wir können den Scheiß auch durchziehen. Das wär zwar unepisch und fernab jeglicher Taktik, aber der Schaden, den er austeilt, es geht. Da hätte ich noch mehr beschwören müssen am Anfang. Aber wir probieren es einfach mal weiter. Komm, was soll der Scheiß? Wir hauen einfach mal weiter drauf. Problem ist, dass Yoshimo jetzt ordentlich in Bedrängnis kommt hier. Vielleicht gebe ich ihm noch eine Steinhaut. Das hilft doch, oder? Aber nicht lange wahrscheinlich. Steinhaut. Ah, shit, ist noch nicht drauf. Aber Chahera müsste. Ja. Beziehungsweise. Nee, Rindenhaut. Moment, ist das ein Unterschied? Oh, ich habe noch eine große Heilung, sehe ich gerade. Die vergesse ich gerne. Wie komme ich. Steinhaut, Rindenhaut? Oder gibt es gar keine Steinhaut? Bin ich mir das gerade ein? Okay, ich mache mal Rindenhaut drauf einfach. So, das ist jetzt draufgebufft. Wir kloppen weiter drauf wie verrückt. was war das nochmal? Schmetterhorn. Ich könnte mir einmal was merken. Schockwelle. Schockwelle. Apropos. Was kann ich tun? Nein, oh, nicht das Interface ausblenden. Das will ich. Keine Todeswahl. Gib mir mal Stab. Ich möchte einfach mal ausprobieren, Leute. Und die ganzen Elementkrams. Wie sieht's damit aus? Mehr wie fehlschlagen kann es ja nicht. Auf ihn. Bin ich richtig? Ja, ne? Er blinkt, ja. Okay.
Heilung. Oh, kommt die Heilung noch durch? Shit, das sieht nicht gut aus. Und auch kein ordentlicher Schaden bekommen durch den Zauber. Rettungswurf, ja, okay. Du trickst leider nicht schnell genug. Du wirst jetzt sterben wahrscheinlich. Das klang schmerzhaft. Okay, wird vielleicht mit der Taktik doch nicht funktionieren. Gut, einmal wieder beleben könnten wir. Jetzt geht er wieder auf das Feuerelementar. Das verschafft uns ein bisschen Zeit. Aber wir haben jetzt halt einen Mann weniger. Aber er ist gerade der Gift. Da wird theoretisch Feuer gehen, ne? Aber es gibt keine Phase, wo physisch mal durchkommt. Also das können wir ausschließen. Leider. Ich hoffe, das bringt was. Nee, warte mal. Könnte halt höchstens die mal kurz wegschicken. Weil ich glaube, er kämpft gerade das Feuerelementar, oder? Lassen wir ihn mal kurz alleine. Machen Feuerball drauf. Hoffentlich behält er die Form jetzt noch kurz. Aber ihn als Eisform hat er den Damage auch bekommen. Aber vielleicht kriegt das so mehr. Mal gucken. Schauen wir mal. Nee, war immun. Das stimmt nicht, was im Kommentar steht. Feuer in Eis hat doch funktioniert. Naja, probieren konnte man es ja mal. Also hätte ich doch ganz klassisch gegen Eis Dingens machen müssen. Ja gut, dann war das natürlich jetzt ein hoffnungsloser Versuch. Aber ich wollte es probieren, wie gesagt. Ist nicht schlimm. Jetzt ist er Luft. Jetzt sollten wir damit... Nee, also wir machen hier immer noch einen Schadenspunkt. Egal, was für eine Form hat. Aber schade, jetzt hat er nur noch... Ah, nee, er hat immer noch drei Balken. Es ist nur überlappt. Ja, okay. Ich habe auch nichts... Ich habe ja auch nichts Giftiges, ne? Das kommt ja auch nochmal hinzu. Ich habe einfach nichts, was ich gegen... machen kann. Ich habe ja nichts Giftiges. Nee, schade. Das wird nichts, Leute. Kälte. Jetzt bin ich sowieso komplett durcheinander. Meine Versuche von vorhin, dann die Versuche jetzt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was funktioniert. Das bin ich mal ehrlich. Ich werde einfach noch ein bisschen draufhauen und Dinge ausprobieren. Habe ich nicht noch dieses... Waren das besondere Fähigkeiten? Macht entlehnen? Nee. Das suche ich jedes Mal, ne? Jedes Mal suche ich das hier. Sonnenstrahl. Aber das ist gegen Untote gut. Ich weiß, ich weiß. Probier es trotzdem. Sonnenstrahl. Oder muss ich das einfach nur so? Bin ich nicht sicher. Einfach drauf kommen, einfach probieren. Alles Mögliche, was wir noch haben hier. Ja, das ging jetzt halt auch auf uns. Das war natürlich sehr clever. Mal gucken, wie so gut so ein großer Heiltrank ist. Ich kämpfe nicht mehr ernsthaft, Leute. Ich wurschtel einfach ein bisschen noch drauf los. Guck, ob da noch irgendetwas Wirkung zeigt. Lass mal Insekten rufen. Ich habe halt auch so wenig Angriffsmagie, zumindest keine sinnvolle. Und das Problem ist mit den Stäben, das trifft halt auch eventuell immer meine Freunde, ne? Das ist das Problem. Aber stimmt, ich habe ja auch Eis, fällt mir gerade ein. Wenn er Feuer ist, dann muss ich definitiv Eis drauf machen. Wenn er giftig ist, müsste ich eigentlich was Luftiges drauf machen, ne? Also, wenn ich jetzt an die Räume denke. Aber, also Luft habe ich wirklich nicht. Auch durch Stäbe nicht, ne? Gut, ich weiß nicht, ob Blitz... Der Blitz ist ja nicht unbedingt Luft, nee. Ah, ist nicht einfach. Magische Geschosse. Aber eigentlich würde ich sowas mal ausprobiert, wie magische Geschosse. Zu was zählt das? Ist das überhaupt ein Element? Oder ist das einfach nur ein arkanes Grundelement? Ich habe so die Hoffnung, dass man noch so eine Nische findet, von diesen Elementschwächen mal abgesehen, dass es da noch irgendwas gibt, ne? Aber... scheint wohl nicht so. Was war nochmal dieses Buch? So, wenn ich immer alles Thema angucken muss.
Fleischgolem. Ja gut, der macht nur physischen Damage, nehme ich mal stark an. Hier haben wir noch die Stecken des Zauberschlags, die Breche. Heilige Macht entlehnen. Was ist das eigentlich nochmal? Mit Hilfe dieses Zaubers ruft der Anwender seinen Gott an, dass sie in kurzer Zeit überirdische Macht. Ah, okay, also Werte hoch. Okay. Das könnte man eigentlich auch öfters benutzen, ne? Naja. Nee, es fehlt noch so. Leute, es fehlt noch so das gewisse Etwas hier. Das brauchen wir jetzt nicht weiter zu probieren. Wir gehen jetzt, wie versprochen, raus. Machen das aber zum Endgame nochmal. Dann gehe ich da nochmal ein bisschen besser vorbereitet rein. Und ich werde mir dann auch Notizen machen, wie ich welches Element wirklich genau damage. Vielleicht mache ich das auch im Off, so ein bisschen Vorbereitung. Und ein bisschen Testen an dem Feind. Und dann, wenn ich es weiß, dann erst die Aufnahme. Ich denke, das wäre sinnvoller. Jetzt müssen wir mal gucken. Quicksave 3 müsste vor dem Kampf gewesen sein, genau. So, lasst uns jetzt einfach mal wieder was anderes erleben. Es reicht jetzt, oder? Wir sind jetzt echt lang genug hier drin gewesen. Wir müssen da raus. Oh mein Gott. Aber cooler Content. Echt cool. Gefällt mir. Ich kümmere mich drum. Ah, ich bin ja sofort draußen. Hä, Moment mal, wo bin ich? Seltsame Dinge sind hier im Gange. Wo bin ich denn? Das ist noch gar nicht erkundet. Ich wollte eigentlich raus hier. Okay, jetzt bin ich richtig verwirrt. Und wer ist Tano Treufuß? Aber gut, dass wir Messi noch in der Gruppe haben, die ich jetzt eigentlich rausschmeißen wollte. Da kommt anscheinend gerade was. Oh, Messi, den Göttern sei Dank, dass ich euch gefunden habe. Ich habe Pala was angetan. Nun mal langsam, Denno. Was ist passiert? Wie verletzt ist Pala? Ihr müsst sie retten. Ich wollte ihr nichts tun. Ich habe bei Wallace, dem Hausierer vom Marktplatz, einen Liebestrank gekauft. Ich wollte doch nur, dass sie mich liebt. Sie hat nur einen Schluck davon genommen und ist dann zusammengebrochen. Danno, ihr Narr, ihr braucht keinen Trank. Sie hat euch immer geliebt. Wir müssen zu ihr gehen. Wo ist sie? Sie ist bei eurer Mutter, Messi. Woher sollte ich denn ahnen, dass es Gift war? Oh, bitte beeilt euch. Ich werde euch in Handelstreff sehen. Okay, Leute, falls ihr euch gefragt habt, was wir als nächstes tun, da ist die Antwort. Eigentlich wollte ich in Richtung des Wilden Waldes gehen, oder wie er heißt, um Messi rauszuschmeißen und Nera dazu zu holen. Aber der Plan hat sich so eben geändert. Messi drängt uns gerade eine Quest auf. Als ob nach Handelstreff. Bitte, John, wir müssen zum Haus meiner Mutter gehen. Warum sollten wir? Wer sind diese Halblinge, Pala und Danno? Oder Danno. Pala ist meine Schwester und Danno ist ihr Verlobter. Sie könnte sterben. Wir müssen zu ihr gehen. Die sind schon verlobt und er braucht trotzdem noch einen Liebestrank? Naja. Wir werden euch begleiten. Führt uns hin. Okay, okay, alles klar. Sagt mir, was zu tun ist. Was ist denn das hier? Also da ist das Altbekannte. Ist schon geschehen. Aber irgendwie, was ist hier? Ach so, das sind die unteren Ebenen, ne? Das sind Shortcuts. Jetzt verstehe ich. Okay, da muss man halt nicht die Ebenen immer wieder durchlatschen, womit ich jetzt gerechnet hätte. Nö, wir haben hier Shortcuts. Okay, cool. So, wir haben uns hier noch gar nicht umgeguckt. Das ist sehr untypisch für mich, dass ich da sofort ins Getümmel rein bin. Aber wahrscheinlich haben die NPCs mich dazu gedrängt, ne? Das könnte gut sein. So, die große Heilung mal auf Minsk. Wow. Ach ja, stimmt, war ja, glaube ich, eine Vollheilung, ne? Krass. So. Okay, dann schauen wir uns hier noch um und dann gehen wir nach Handelstreff. Also so viel Zeit darf ja wohl noch sein. Vielleicht finden wir hier noch was Bedeutsames. Ja, es ist ja eine Menge Zeit verstrichen, ne? Seit wir das letzte Mal draußen waren. Kein Wunder, dass hier gleich der nächste NPC kommt und uns Quests aufdrückt. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich noch Gildenmitglied bin, bei all der Zeit, die verstrichen ist. Hier sind auch noch Türen, aber wahrscheinlich auch verschlossen, ne? Okay. Finde ich ja ganz nett, die Idee, hier kleine Shortcuts einzubauen, wobei ich jetzt auch kein Problem gehabt hätte, durch die 5 Ebenen schnell durchzulaufen. Vor allem, weil das ja zentrale Teleporter sind. Ich weiß zwar, ich könnte darauf wetten, dass das nicht funktioniert, aber einmal will ich es probieren. Natürlich. Ne? Also, dass man sich da gleich in die anderen Ebenen schießt, das funktioniert natürlich nicht. Okay.
So, dann gehen wir hier rüber. Da wir jetzt längere Zeit uns mit diesem hier nicht mehr beschäftigen, sollten wir die Quest-Items gleich verstauen, ne? Weil Johns Inventar ist ja damit noch regelrecht zugemüllt. Und grundsätzlich sollten wir hier vielleicht nochmal Item-Management machen. Wahrscheinlich macht man in dem Part überhaupt nichts Effektives. Darauf läuft es doch wieder hinaus. Ich hoffe, Dragomirs Ruhe hat noch ein bisschen Platz für den ganzen Mist. Und ich muss mal gucken, was von diesen ganzen Pergamenten etc. noch bei Nira reingeht. Ich glaube, das fette Buch ging nicht. Da probieren es nochmal. Schleimzepter. Ah ne, das war ein Schlüssel, das verwechsel ich immer. Das Einzige, was theoretisch eine Waffe werden könnte, ist das hier. Fegelklopf. Ein Gift. Ja, hätte man ja Giftmöglichkeiten. Verursacht, ja. Das behalte ich mal im Inventar. Weiß nicht. Kanalisationsschlüssel. Oh mein Gott, das müssen wir auch noch machen. Naja. Erstmal das noch weg. Horn. Das gehört zu dem Dungeon. Ich pack's auch mal weg. Eiszepter ist auch ein Schlüssel. Tränke kommen hier rein. Ja, was machen wir mit dir? Man kann es aufbessern. Da steht jetzt nicht unbedingt dabei, dass man weitere Komponenten braucht. Das sollte ich vielleicht wirklich mal einem Schmied zeigen. Ich behalte das mal in Inventar, genauso wie das. Soweit ist das Ganze in Ordnung. Hier haben wir noch einen unidentifizierten Helm. Da gucken wir vielleicht mal kurz rein. Hallo. Ich wollte hier hin. Zauber. Das ist ein Felshelm. Alle Elementwiderstände auf 25% und er schützt vor kritischen Treffern. Der Helm schützt den Träger nicht nur vor rein körperlichen Schaden, sondern auch gegen die unterschiedlichsten Arten von magischen Angriffen. Man kann leicht erkennen, dass der Metallhelm einst mit Hörnern geschmückt war. Sie wurden jedoch schon lange entfernt. Es bleibt ein Rätsel, über welche magischen Eigenschaften sie wohl verfügt haben. Tja, haben wir eine Light-Version davon. Aber ich glaube, wir haben da... Es hat auch keiner Bock auf den Helm, ne? Gut, dann weg damit. Jeder hat ja mittlerweile, ja, so kleine Element-Ressis. Außer Yoshino. Aber ich glaube, der hat grundsätzlich keinen Bock auf Helme, ne? Das passt ja auch nicht wirklich zu so einem Dieb. Ja, ist ausgegraut, alles klar. Ja, das wird alles verkauft. Oder, nee, da ist noch ein Luftzepter. Ich glaube, ich weiß nicht, diese Schlüssel werde ich wahrscheinlich allesamt nicht mehr brauchen. Aber ich will auch nicht unbedingt die wegschmeißen. Da fühle ich mich, bin ich unsicher. Fluchstecken. Blind, taub und stumm. Besonders erschreckend ist aber, dass dieser fürchterliche Stab von jedem verwendet werden kann. Das geht auf mich, ne? Warum sollte ich das jemals benutzen? Ich weiß es nicht. Wird verkauft. Feuerzepter. Zepterschlüssel. Bleibt bei uns. Hallo, Bo. Okay, also das wird alles verkauft, richtig. Das kommt wieder weg. Nein, das nicht. Ich weiß nicht, wenn es in der Tasche ist, ob es dann beim Schmied noch erkannt wird. Deswegen lasse ich das lieber so im Inventar. Ach Gott, wir müssten eigentlich in die Stadt gehen, ne? Gar keinen Bock. Nur wegen der Gilde. So, alles nur mit Zepter. Die Pergamente. So, da haben wir nochmal Spaß. Wetten, das ist auch bald wieder voll. Die fetten Bücher gehen nicht, ne? Ah, doch, das geht, okay. Und das geht auch. Warum geht das nicht? Warum? Ja, weil es ein Questbuch ist, schon klar. Aber, hä? Man kann doch trotzdem... Ach, egal. So, dann kommst du halt hier hin. Da kann man es verstauen, ne? Da ist es dann wieder egal. Naja. So. Okay, Inventar ist aufgeräumt. Wir müssen nur das Zeug von Minsk verkaufen. Das sollte schnell gehen. Komm, der Rede wert. Und dann schauen wir mal, was hier noch so ist. Das haben wir uns, glaube ich, noch nicht angeguckt. Es handelt sich hier um Schutzrunen. Es geht um einen sogenannten Eingekerkerten, der durch Heldsymbol eingesperrt ist. Ja, okay, davon wissen wir natürlich schon Bescheid. Ja, irgendwie keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Sind wir ja sofort hierher geportet worden zu den anderen Typis. Ohne... dass wir uns groß umgucken konnten. Guten Tag. Hier war, wer war hier der Verkäufer? Schwester Galena, oder? Oder konnte man sich hier nur heilen? Ah, nee, das passt. Mal schauen, was im Edelsteinmeutel. Ja, da hat sich auch schon wieder einiges angesammelt. Sehr schön. Ah.
So, verkaufen. Da noch ein Goldring. Tschüss. So, identifizieren müssen wir nichts mehr. Wir könnten uns ja theoretisch noch ein bisschen heilen. Meinetwegen. Das ist ja kein Geldbetrag, der mir wehtut. So, so können wir es lassen. Jetzt habe ich immer noch nicht verkauft. Moment. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber... Ja, ist gut. Doch, das muss... Doch, man kann doch hier verkaufen, oder? Habe ich nur nicht... Ja, Mensch, was ist denn los mit mir? Ich habe doch die Steinchen verkauft. Ich muss nur zum Minsk wechseln. Ja, ich... Ach komm, jetzt habe ich mich rausgeklickt. Ich bin aber auch ein Schussel heute. Ah, das bin ich eigentlich immer. Okay, Minsk, komm, weg mit dem Scheiß. Sucht bla 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 bla. Oh mein Gott, das ist ja so viel Zeug. Und ich kann nicht mal alles verkaufen. Warum nehmen sie diese Bolzen hier nicht? Kuador-Bolzen. Was haben die gegen Kuador-Bolzen? Das ist eine richtig gute Ware. Frechheit. Oh, vielleicht sollte ich auch hier so drücken. Und so. Und so. Und dann lohnt sich der Spaß auch. Oh mein Gott. Ich hält. Ah, naja, da kommt man wieder rein. Es gibt ja jetzt, wie gesagt, wieder häufiger Parts, wie ihr schon gemerkt habt. Und irgendwann ist man da wieder deutlich mehr drin. Keine Ahnung, warum sie die nicht nehmen. Ich lasse mal noch drin, weil, ja, vielleicht haben andere Bock drauf. Vielleicht ist das hier nur eine Ausnahme. Mal abwarten. Okay, so. Also, weiter geht's. Mal safen, vielleicht, wer weiß, was da noch kommt. Aber schön, mal wieder draußen zu sein, oder? Fernab von diesen unterirdischen Gängen. Die aber doch wirklich Spaß gemacht haben. Also, richtig schöner neuer Content. Und man spürt es auch, dass es neuer Content ist. Es ist frische Ansätze, schöne kreative Ideen, die man so im Grundspiel jetzt nicht so umfangreich hatte. Wobei das Grundspiel ja auch schon von unglaublicher tollen Quests Vielfalt nur so trotzt. Aber man spürt den Unterschied. Na gut, aber ihr seht, hier ist nichts mehr. Ich bin auch ehrlich gesagt fast dankbar darüber, denn ich würde das Gebiet heute noch gerne verlassen, sonst haben wir wieder nichts gerissen. Tschüss. So, nee, nicht in den wilden Wald jetzt, jetzt die Frage, ne? Ich mache jetzt erst Handelstreff, dann gehen wir zurück. Ich weiß, es ist halbe Weltreise wieder. Aber mir wurscht so. Wupp, wupp, wupp. Das ist wirklich toll. Handelstreff, Lust. Ich kümmere mich drum. Weil wir müssen, wir wollen ja Messi rausschmeißen. Deswegen müssen wir das jetzt priorisieren. Wo wohnt denn die Gute? War das hier? Haus der Fentons. Heißt du Messi Fenton? Ja, ne? Ich behaupte einfach mal, du bist Messi Fenton ab sofort. Kann ich das nachgucken? Steht halt nur Messi da, ne? Vielleicht sieht man es hier ausführlicher. Messi. Ja, keine Ahnung. Sollte mir eigentlich merken, wie meine Leute heißen, ne? Schon peinlich. Ja gut, jetzt mal ehrlich. Ich von allen anderen kenne ich auch keinen Nachnamen. Nö, keinen einzigen Nachnamen hier anstelle. Da. Aber okay, mal gucken. Ich meine, ich hätte die relativ... Ich hätte die da rausgeholt. Ich meine, wo soll sie sonst wohnen? Da definitiv nicht, da nicht. Oh, Schmiede, da gehen wir gleich mal rein. Ja, die war da drin, die war da drin. Aber natürlich, werter Freund. Schauen wir mal. Ihr müsst eure Gruppe alle erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ha. Ganz schön kleines Haus. Ich stehe zu eurer Verfügung. Von außen sieht das viel größer aus. Mutter, was ist passiert? Messi, ich bin so glücklich, dass ihr zurückgekehrt seid. Parler wurde von einem alten Hausierer-Gnom vergiftet. Wallace? Warum sollte er so etwas tun? Das weißt du doch schon. Ich habe keine Ahnung, Messi. Ihr müsst ihn finden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für Parler. Das ist zu viel. Ich muss Wallace finden und diese Rätsel lösen. Ich glaube an euch, Tochter. Geht jetzt und rettet Parler. Mögen die Götter mit euch sein. Ich werde euch retten, Schwester. Ich schwöre es. John, das hier müssen wir erledigen. Und zwar schnell. Dieser gnomische Hausierer Wallace wird am wahrscheinlichsten in der Nähe des Marktplatzes zu finden sein. Lasst uns ihn dort aufspüren. Wir werden die Stadt durchkämmen, bis wir den Unhold finden. Ich danke euch. Lasst uns sofort aufbrechen. Okay.
Marktplatz. Das sollte jetzt nicht so die Schwierigkeit sein. Gut, der kann uns vielleicht sagen, wie wir dieses Gift loswerden. Ich bin dabei. Oder mit welchen Mitteln. Hey da! Ich habe ein tollwütiges Kaninchen getötet. Jetzt bin ich erfahren. Oh nee, ist das so wieder so ein Nervensäge. Wenn es denn sein immer diese Fanboys. Muss das jetzt sein hier? Ich suche jetzt diesen Typen. Hier ist ja schon der Marktplatz. Trissa. Ach, da wurden wir ja geehrt. Stimmt, das war cool. Da war noch Kernt dabei. Oder Zernt. Meine ich mir auch nie. Ach, wie cool. Gibt es jetzt vielleicht was zu metzeln? Oh Mann, ich metzel gleich lieber dahin. Das ist ja furchtbar. So, wo? Eichhörnchen. Bauer. Sir Patrick. Harry Mera. Ich weiß nicht, kennen wir die? Aber die suche ich ja gerade nicht. Junge. Okay, was... Was gibt denn das Questlock her? Ja, vielleicht muss ich mit den Leuten auch reden. Garons Kind. Was war das nochmal? Das ist noch offen. Firecracks. Ja, hä, wieso ist das noch offen? Das haben wir doch fertig gemacht. Nun sollte ich, wenn ich mich nicht gegen Hans und zu Garons. Hä? Habe ich da. Ich bin doch zu der Hütte nochmal, oder? Och nö, das. Nee, das kann nicht sein. Ich bin mir relativ sicher, dass ich bei der Hütte war. Die Quest müsste eigentlich fertig sein. Das ist ja nicht das, was ich gesucht habe. Ich laufe einfach im Kreis. Das ist Quality Content, Leute. Wo ist das Quest? Die Rückkehr der... Nee. Honorar. Hier. Ich finde es gut. Ich weiß nicht, ob das früher schon so war. Dass man jetzt die farblichen Unterschiede sieht, muss man... Ne, besser wäre es natürlich, die abgeschlossenen könnte man ausblenden, das wäre ultra, aber wenigstens farbliche Unterschiede, so findet man schneller die aktiven Quests. So, durch einen Trank vergiftet, der von einem Gnomenhändler namens Wallace verkauft wurde, ich muss möglichst rasch gemeinsam mit Messi zum Marktplatz hier in Handelsdorf gehen, um den Kerl zu finden. Jo, wir sind doch auf dem Marktplatz, oder gibt es hier noch einen? Ne, das ist ja wohl definitiv... Ne, Moment mal. Nur weil das hier so die große Stadtmitte, Brunnen, die haben vielleicht trotzdem woanders ihren Marktplatz. Ne? Da unten. Okay, da habe ich mich jetzt dumm verleiden lassen. Ja, natürlich, hier sind Marktstände. Es ist so der klassische Gedanke. So in der Stadtmitte, ne, großer Platz, ist auch der Marktplatz. Ist bei uns in der Stadt genauso. Aber nee, hier, die sind ja hier in den kleinsten Gassen aufgestellt. Also, dann schauen wir mal, wo der ist. Wallace. Kaufmann. Der wird doch schon das... Nee, da ist er. Haltet an, Gnome. Ich muss mit euch sprechen. Messi Fenton, nicht wahr? Ja, seitdem ist viel Zeit vergangen. In der Tat. Seit ihr Dano und Palla das letzte Mal gesehen habt, ist wohl nicht so viel Zeit vergangen, was? Oh, okay. Aber nein, ich habe sie gerade diese Woche erst gesehen. Ich denke, dass bald die Hochzeitsglocken für die beiden läuten werden. Wie das, wenn ihr meine Schwester umgebracht habt? Ermordet? Wovon redet ihr eigentlich? Der Trank, den ihr Dano verkauft habt, ist Gift. Nichts kann sie heilen. Sie liegt im Koma, seitdem sie einen Schluck davon getrunken hat. Messi, ich kenne eure Familie seit 20 Jahren. Ich würde so etwas nie tun. Wer denn? Ich habe einen neuen Lieferanten für Zaubertränke. Ein junger Kleriker hier aus der Stadt. Wie heißt er und wo kann ich ihn finden? Er heißt Baal. Er lebt im Tempel von Vaugin. Es tut mir leid, Messi, ich wusste das nicht. Ich glaube euch, obwohl ich behaupten würde, dass es in eurem Ermessen lag. Jeder verantwortungsbewusste Kaufmann würde sicherstellen, dass seine Produkte sicher sind. Eure Produkte waren nicht gerade astrein. Ihr habt recht, Messi. Es tut mir sehr leid. Na gut, Wallace. Ihr wusstet nichts davon. Es ist alles so unwirklich, John. Ja, das ist es. Dass das Leben meiner Schwester wirklich in Gefahr ist. Zum Tempel, Messi? Ja, mein Freund. Ich danke euch nochmals für eure Unterstützung. Ich schlage vor, dass wir den Tempelsältesten Übergold Renvelin aufsuchen. Wir haben keinerlei Beweis für Baals Schuld, außer Wallace Ward und meine Verdächtigungen. Ja, aber es klingt schon sehr glaubhaft, ne? Also wenn Wallace hier seinen Markt schon seit 20 Jahren betreibt, warum soll der sowas tun? Und wenn es jetzt einen neuen Lieferanten gibt, der hier Scheiße baut, das klingt dann doch schon... glaubwürdiger. Tempel von Vaugin, da sind wir schon.
Erstaunlicherweise kenne ich mich hier in der Stadt noch relativ gut aus, obwohl es schon ein Weilchen her ist. Aber als wir da waren, sind wir auch oftmals hin und her gerannt, das weiß ich noch. Wir sind nicht umsonst hier die Helden der Stadt. So. Jetzt müssen wir Baal nur natürlich irgendwie überführen, ne? Aber wir sollen jetzt erstmal mit diesem anderen Typi reden. Bis jetzt sehe ich noch niemand. Das ist er. Mit dem sollen wir reden. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Seid gegrüßt, Wanderer. Welche bescheidenen Dienste können meine Kirche und ich anbieten? So, wir werden natürlich freundlich bleiben. Wir möchten mit euch über Baal reden, euer Gnaden. Meine kleine Begleiterin Messi hat einen guten Grund für die Annahme, dass dieser Bursche ein Vertreter des Bösen ist. Böses unter uns. Ihr müsst euch irren. Zugegeben, Baal ist ein furchtbarer Akolut, aber ich denke nicht, dass er böse ist. Ich versichere euch, dass es wahr ist. Baal beliefert Wallace, einen der örtlichen Händler, mit Tränken, und einer dieser Tränke hat Messis Schwester vergiftet. Ein höchst ungewöhnliches Ersuchen. Baals Privatsphäre muss respektiert werden, aber wenn es zur Klärung der Angelegenheit beiträgt, könnte ich vielleicht doch seine Zimmer durchsuchen. Dann bringen wir diese Sache hinter uns. Ich werde sofort Baals Zimmer durchsuchen. Falls ich Beweise finde, werde ich Baal rufen lassen und hören, was er zu sagen hat. Okay, dann schau mal. Ich nehme an, ihr seid hier, um euren Glauben zu festigen. Vielleicht ist euer Verdacht doch nicht unbegründet. Ich habe einige verdächtige Gegenstände in Baals Zimmer gefunden. Alchemistenwerkzeuge und ein Symbol von Talona, der Herrin des Giftes. Während Vaukins Abwesenheit haben sich einige Mitglieder des Glaubens verirrt, aber noch nie so sehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Messi. Rufen wir Baal und hören wir, was er zu sagen hat. Baal, tretet bitte näher. Diese guten Leute möchten mit euch sprechen. Die Götter vergeben niemals. Was ist Übergold? Ich bin ziemlich beschäftigt. Baal. Ich bin gerade aus euren Zimmern zurückgekehrt. Was habe ich da wohl gefunden? Ihr hättet nie in meine Räume kommen sollen, alter Mann. Aber ich habe sie betreten, Baal. Ich habe alchemistische Gifte, Flaschen und ein heiliges Symbol von Talona gefunden. Ihr habt Vaukin verraten. Ich weigere mich, mir das anzuhören. Werdet dieses Idioten los, Übergold. Baal, falscher Geistlicher. Ihr werdet des versuchten Mordes bezichtigt. Das ist lächerlich. Wer zum Teufel seid ihr? Ich bin Messi Fenton. Wallace, der Hausierer, kaufte einen Liebestrank von euch. In Wirklichkeit Gift. Ihr könnt nicht länger unschuldig tun, da Übergold eure Werkzeuge des Bösen gefunden hat. Ich werde mich euch nicht ergeben. Ihr bekommt mich nicht lebend, Halblingsweib. Ihr tut alles, außer eure Schuld einzugestehen, Baal. Ich muss euch nicht länger am Leben lassen. Talona ist meine Herrin. Sie wird mich retten. Ihr habt ein abscheuliches Verbrechen begangen, Baal. Ihr habt dem Guten den Rücken gekehrt und euch dem Bösen zugewandt. Talona kümmert sich nicht um ihre miesen Sklaven. Das werdet ihr bald herausfinden. Ihr werdet alle sterben. Die Herrlichkeit der Not wird euch salben. Und euer Tod wird den dunklen Ruhms Talonas vergrößern. Ein absoluter Fanatiker, der jetzt gegen uns kämpft, aber er ist ja allein, weil Renvelin ist ja jetzt wohl auf unserer Seite, ne? Noch ist nichts rot. Jetzt, oh, was macht der da? Giftiger Nebel. Das sind so kleine Mistviecher. Ja. Du hilfst mir nicht! Ja, du bist ja einer. Okay, dann gehen jetzt alle bitte auf Baal. Mal gucken, was der drauf hat. Also, oh mein Gott, das ist ja lächerlich. Also, Leute, nachdem ich diesen harten Tempel gewohnt bin, wie könnte jetzt der alte Content ein bisschen angenehmer werden? Habe ich nur so im Gefühl. Also, das ist ja süß. Das ist ja wie Urlaub jetzt. Also, den Urlaub hatte ich bitter nötig. Ich finde es gut, dass wir raus sind. Oh mein Gott. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Vielleicht hat Baal ein Mittel gegen diese Krankheit bei sich. Wir müssen es finden und zu Pala zurückkehren. In der Tat, hier ist eine Flasche. Es könnte fehlschlagen, aber was haben wir sonst für eine Wahl? Das Gift hält normaler und magischer Heilung stand. Das hat sich ja mal gelohnt. Es tut mir sehr leid, Messi.
Wir hatten eine Schlange in unserer Mitte und wussten es nicht. Möge Vaukin eure Schwester segnen. Vielleicht ist in dieser Flasche tatsächlich ein Gegengift oder noch ein stärkeres Gift. Okay, alles klar, Bals Gegengift, aber wenn es schon so heißt. Das ist unsere einzige Hoffnung, John. Lasst uns zu meinem Haus zurückkehren. Ja, aber der Loot. Ja, da wird wahrscheinlich nichts gewesen sein, außer die Flasche, ne? Ihr seid mir mehr als willkommen. Willkommen zu Hause, Tochter. Kommt ihr mit guten Nachrichten? Wir haben einen Trunk gefunden, ausfindig gemacht, der Parla heilen könnte. Seid ihr sicher, dass keine Gefahr besteht, Messi? Ich sag's mal so, was hat sie zu verlieren, wenn sie im Sterben liegt? Nein, Mutter, aber wir haben keine andere Wahl. Parla steht vor des Todes Tür. Ich vertraue den Göttern, Tochter. Wendet es bei eurer Schwester an und betet. Sie atmet leichter und die Farbe kehrt in ihr Gesicht zurück. Es könnte wirken. Nice. Gelobt sei der Himmel. Sie ruht sich jetzt aus und ich bin sehr erleichtert. Wenn alles gut geht, werde ich bereit sein abzureisen, wenn Parla wieder aufwacht. Ich habe auch Verständnis, wenn ihr nicht warten könnt. Oh, das ist ja perfekt. Die will bei ihrer Schwester bleiben. Ich wollte loswerden. Wir haben noch einen Quest mit ihr gemacht. Also perfekt, da läuft's ja gerade nicht hier. Wir können warten. Kümmert euch um eure Schwester. Wir werden zurückkommen. Wahrscheinlich nie. Danke. Morgen. Ja, geil. Ich weiß, dass ihr Inventar leer war, von daher kein Problem. Okay, sie hatte noch Ausrüstungsgegenstände. Soll sie jetzt meinetwegen behalten. War nur eh nur Diebeszeug und wir kriegen jetzt keinen weiteren Dieb in die Gruppe. Ja, geil. Das war ja mal eine richtig gute Quest, um Messi loszuwerden. Das ist ja wunderschön. Werte Freunde, wir werden das nächste Mal dann in den Wald gehen, wahrscheinlich Nira holen und mit ihr jede Menge Spaß haben. Das hatten wir auch früher schon. Ja, erfolgreicher Part. Ich freue mich auf die neue Weltreise, beziehungsweise das, was uns noch übrig bleibt. Ihr hoffentlich auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Let's Play Baldur's Gate 2. Also bis denne!